Ja, wunderschönen guten Tag allerseits. Herzlich willkommen. Stefan Fröhlich hier von WH Self Invest und es ist mal wieder soweit. Wir haben ein Webinar. Und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit nehmen, hier am Freitagnachmittag uns zwei zu begleiten und ja, mal so ein bisschen dem Profi über die Schulter zu schauen, den wir hier heute als Gast dabei haben. Kein geringerer als Bürger Schäfermeier wird uns heute mal wieder beehren und da freue ich mich sehr drüber. Traden wie ein Profi heißt die Überschrift und ich meine, die Märkte sind ja wirklich ziemlich wild im Moment. Insofern vielleicht gar nicht mal so schlecht, den Profi dazu zu befragen, was er denn so dazu sagt. Also wir hatten eben schon mal kurz im Vorgespräch auch drüber gesprochen. Das sind schon ziemlich irre Bewegungen und da muss man auch ein bisschen aufpassen. Denn ich sag mal, ein bisschen Erfahrung gehört auch dazu, um solche Bewegungen dann auch intraday wirklich handeln zu können. Also da ist immer das Risiko dann auch entsprechend hoch, wenn viel Vola am Markt ist, was wir uns natürlich alle wünschen. Aber wie gesagt, an der anderen Stelle sollte man eben auch ein bisschen Vorsicht walten lassen. Kurze Frage: Sehen Sie die Startfolie? Traden wie ein Profi? Können Sie mich hören? Das wäre nochmal die Frage in die Runde. Wenn Sie mir mal kurz im Fragenchat das jawohl, wunderbar, dann ist doch alles prima, dann ist alles gut. Sehr schön, dann können wir starten. Wie immer mit unserem Risikohinweis. Wir haben es hier mit derivativen Produkten zu tun bei WH Self Invest und auch wenn Sie bei uns handeln, dann können Sie da beispielsweise Futures handeln, natürlich auch CFD Forex oder alle anderen Märkte und diese unterliegen Kursveränderungen, sind gehebelte Finanzinstrumente mit erheblichen Verlustrisiken, die ihre Kontoeinlage überschreiten und unbegrenzt sein können. Somit sind diese Produkte nicht für alle Investoren geeignet. Deshalb sollten Sie sich bitte unbedingt mit den Risiken und Spezifikationen der einzelnen Produkte im Vorfeld vertraut machen, bevor Sie da loslegen. Jeder Anleger sollte sorgfältig und eventuell unter Einschaltung externer Berater prüfen, ob diese Finanzprodukte für ihn geeignet sind. Gewinne, die Sie in der Vergangenheit oder mit einer Demo in einer Testplattform zum Beispiel gemacht haben, garantieren natürlich nicht, diese Gewinne auch in der Zukunft machen zu können. Dieses Webinar dient nur Ihrer Information, stellt keine Anlageberatung dar und ist keine Aufforderung, Geschäfte dieser Art im eigenen Namen zu tätigen. Auch nicht stillschweigen. Das ist immer sehr, sehr wichtig. So, ja, dann nochmal ein herzliches Willkommen in die Runde. Es hat sich auch nochmal ein bisschen gefüllt jetzt. Das ist mal ganz gut. Dieser Risikohinweis sorgt dann doch immer nochmal dafür, dass der ein oder andere dann doch noch pünktlich reinschaut hier bei uns. Und das ist doch klasse. Und ich freue mich jetzt sehr, Ihnen einen, ja, meiner Stammgastredner vorstellen zu können. Kenne ihn schon seit vielen Jahren und freue mich auch immer wieder mit ihm Veranstaltungen dieser Art zu machen, weil er einfach eine so ungeheure Erfahrung hat. Er ist seit 25 Jahren im Markt unterwegs. Er hat alles gesehen, was man sehen kann an den Märkten, hat jede Kursbewegung schon getradet, würde ich sagen. Und insofern haben wir da heute wieder mal geballte Kompetenz dabei, die uns mal versucht und ich hoffe, dass Sie da auch einiges wieder mitnehmen werden, aber da bin ich mir ganz sicher. Er wird uns also mal die Märkte erklären, wie die so ticken und was da gerade so abgeht. Und insofern herzlich willkommen, Bürger Schäfermeier, grüß dich. So, ja, hi. Gerade war hier noch irgendwie der Lautsprecher an mit. Aber jetzt geht's. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. Du bist Und wunderbar zu hören. grüße euch auch alle ganz herzlich Sehr für die gut. nächste Stunde. Wir haben ja wirklich mega, mega Bewegung an den Märkten. Und erstmal aus Trader-Gesichtspunkten ist das fantastisch. Das ist einfach gut. Also gute Warum? Nachricht, auf jeden Ja. Fall. Ja. Warum? Und warum war es zum Beispiel auch letztes Jahr nicht gut? Weil Volatilität, das ist wie ein Segler Wind braucht oder ein Surfer entsprechend braucht man eben bei Trading Volatilität. Und wenn die Volatilität ganz gering ist, dann ist es einfach schwierig, sich was aus dem Markt rauszuschneiden. Ich meine, dann funktioniert Trading nicht gut, da funktioniert eher so ein Anlagestil wie halten, kaufen, also kaufen, halten, liegen lassen. Aber die Zeiten haben sich jetzt gerade mal in den letzten 2 Wochen extrem geändert, glücklicherweise, weil ich bin eben nicht Anleger, ich bin nicht Warren Buffett, ich bin Trader und freue mich natürlich, dass endlich, endlich die Volatilität zurück ist. Ja, Ja, da die, können wir
uns wirklich drüber freuen, das stimmt. Genau, die Amis, die haben eine total verrückte Wette laufen gehabt oder sehr, sehr viele Amerikaner. Und das war im Prinzip, konnte man mit einer Art ETF Volatilität shorten. Ja, das heißt, man hat so eine Exchange Traded Note gekauft und hat dort, das waren Inverted Volatilität, und die sind ja die letzten 2 Jahre lang eigentlich immer die Vola short gegangen. Und wir hatten ganz, ganz niedrige Volatilität. Und einfach mal als Beispiel, man muss sich das vorstellen, es gab Leute, die haben aus einem Konto mit 50.000 4 Millionen gemacht. 4 Millionen. Was? Wow. Ja. Nicht schlecht. Nicht schlecht, oder? Nur, das Problem ist, die 4 Millionen, die haben sich diese Woche in Luft aufgelöst. Komplett. Und es gab jetzt keine Möglichkeit, irgendwie mit einem Stopp oder sonst was da rauszugehen für die, weil dieser Inverted ETF ist direkt an dem Handelstag, wo wir hier diesen Vola-Ansprung hatten, hier am 5.2., hat er 96% verloren. Der wurde dann mal direkt quasi wieder vom Handel genommen. Und da sieht man eben schön, Börse heißt nicht unbedingt, ich mache eine Strategie bis zum Ende oder so. Man muss natürlich auch immer gucken, was macht man. Also man muss ganz genau verstehen, was macht man. Und die Wette, das war eine ganz heiße Wette, nämlich zu denken, dass die Volatilität nicht mehr zurückkommt, das wäre sozusagen am Ende eines langen Winters zu sagen, es wird kein Sommer mehr kommen. Ja, so nach dem Motto, hey, wir haben jetzt schon Februar, die ganze Zeit ist kalt, die Sonne scheint nicht, dies Jahr kommt keine Sonne. Ja, und wenn es im April noch keine Sonne kommt, sie wird kommen. Und das war eben eine Wette, die haben die lange durchgezogen, haben auch lange, waren die dann vorne mit. Jetzt haben sie aber sehr stark dafür bezahlen müssen und jetzt ist glücklicherweise die Volatilität back. Und das ist für uns Trader natürlich toll, weil ich sag mal, die letzte Woche war ein Eldorado. Ja, Bewegungen sind da, man kann die Bewegungen wirklich gut traden, sind klare Trends auch da und das ist das, wovon wir leben letztendlich. Ja. Aber das heißt doch, wenn man jetzt mal ein Kriterium aufstellt für eine gute Anlagestrategie und auch einen Markt, den man traden kann, dann ist auch wieder wichtig, dass ich mich immer rechtzeitig aus so einer Position verabschieden kann. Das wird, glaube ich, oftmals unterschätzt, diese Möglichkeit eben über einen Stopp oder über einen Einklick glattstellen aus der Plattform, was ja zum Beispiel auch der Nano-Trader hat, die Position glattzustellen. Ne? Das ist eben ganz wichtig, wenn es eben mal brenzlig wird. Ja, also es gibt immer so 2 Grundregeln. Also Nummer 1 ist natürlich, suche eigentlich liquide Märkte, also Märkte, wo sehr viel los ist, wo du jederzeit rein und raus kannst. Das ist Nummer 1. Ja. Die zweite Regel ist, mach niemals die Wette, die alle machen, weil das geht immer vor die Wand. Wir erinnern uns an den Schweizer Franken, ja, ist jetzt schon ein paar Jahre her, 2 Jahre, glaube ich. Aber war auch Januar, ne? Es war auch Januar, genau. 15. Januar war es ganz genau. Ja. Das weiß ich noch. Und ich glaube, 2014, 2013, irgendwie so an der Kante. Ich weiß es jetzt auch nicht mehr. Also das Jahr weiß ich nicht mehr. Aber 15. Januar war es auf jeden Fall. Ja. Und das ist, das sind halt die Sachen, dieser Lemming-Effekt, ne? Wenn alle in eine Richtung wollen, dann kippt die ganze Sache, weil Börse ist halt ein Nullsummenspiel und man ist darauf angewiesen, dass man die Gegenseite hat für sein Geschäft. Absolut. Und das ist vielleicht auch wichtig zu verstehen, weil viele Leute versuchen immer fundamental zu argumentieren und kommen damit mit so Argumenten, ja, aber die Firmen machen tolle Gewinne, deswegen kann es nicht untergehen. Oder auch jetzt beim Bitcoin wurde immer gesagt, ja, aber das ist die Technologie der Zukunft und so. Mag alles sein, nur wenn alle Leute das Gleiche machen, funktioniert es einfach nicht. Ja? Und genau. Das haben wir beim Bitcoin, bei der Blase gesehen, die ja jetzt auch dann geplatzt ist. Wir haben das am Aktienmarkt gesehen. Und es ist immer, also man muss die Börse einfach verstehen, es ist wie so ein Pendel, was manchmal sehr extrem in die eine wie die andere Richtung schwingt. Und das ist das, wo es auch für uns vom Trader dann natürlich spannend wird. Ne? Wir hatten ja vor kurzem, ich glaube, das war, wann war das? Im Dezember? Ja, Ende Dezember, ne? Oder Mitte Dezember hatten wir das letzte Webinar zusammen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und da bin ich der Meinung, haben wir auch über den Bitcoin noch philosophiert und haben gesagt, Mensch, das ist alles ganz schön hoch und gefährlich und überhaupt. Also kann man sich übrigens im YouTube-Kanal bei uns nochmal die Aufzeichnung ansehen. Ja? Also
das ist wirklich damit festgehalten, dass wir vor dem Platzen der Blase gewarnt haben. Ja, nee, ist also wirklich, ich habe ja auch ein paar YouTube-Videos andere gemacht. Ich habe den Bitcoin ja immer auch mit der Tulpen Blase in Amsterdam verglichen. Ja. Und man muss auch dazu sagen, es ist erschreckend, wie parallel doch manchmal die Geschichten sind. Wir haben damals bei der Tulpenblase mit der Einführung des Futures, des Tulpen-Futures an der Amsterdamer Börse, ja, ist sozusagen die Börse geplatzt, die Blase geplatzt. Und wir haben jetzt auch beim Bitcoin wieder, der Future wurde eingeführt und hat sich das Spiel geändert. Ich glaube, das war am Ende auch so, dass du die eingegrabene Tulpenzwiebel so weitergeben konntest per Option praktisch. Ne? Also musstest die gar nicht mehr ausgraben oder so. Du konntest einfach die eingegrabene Zwiebel dann per Option erwerben. Und das war so der Gipfel, der Höhepunkt dieser Wahnsinns-Euphorie. Jetzt werden vielleicht einige Leute fragen so, okay, man kann ja immer reden und sich, sag mal, über die Kursbewegung unterhalten. Aber war das Ganze absehbar? Also jetzt die Frage auch, wann das Ganze passiert. Und wir müssen sagen, zum Beispiel bei uns, ich habe zwei Methoden, wie ich Trends identifiziere. Und eine ist eine ganz interessante, die nennt sich Double ATR. Okay? Okay. Und vielleicht kannst du mal gerade meinen Bildschirm sharen. Ich wollte sagen, wir machen mal jetzt den Bildschirm rüber, weil man sieht hier nur dieses Startbild und jetzt haben sich einige schon gewundert, ob sie irgendwas verpassen, aber sie verpassen nichts, das war nur das Startbild. Ja, das muss ich nur noch, das ist einmal auf den anderen, auf die Mitte gehen. So, da sind wir. Genau. Okay. Also. Jawohl. Und was wir haben, ist natürlich hier diesen mega langen Aufwärtstrend seit August, der wirklich fast alles in den Schatten stellt. Das stimmt. Ja, aber wir sehen auch hier unten ist die Average True Range. Die Bewegungen waren eigentlich nicht groß, ne? Also verglichen mit dem, was jetzt hier so ist. Ne? Also guck dir das an, am Ende, das ist ja der Hammer, ja, Wahnsinn. Steady nach oben gegangen und wir haben tatsächlich seit 1964 nicht so geringe Bewegungen im Dow Jones gehabt wie 2017. Wir hatten weniger als 95% der Tage, sogar mehr, weniger als 98% der Tage 1% Kursschwankung. Und wir haben jetzt in 2018 alleine mehr Kursschwankungstage mit von der Größenordnung 1% als im ganzen letzten Jahr gehabt im Dow. Wahnsinn. Ja? Und 1964, ja. Nicht schlecht. Also das ist schon lange her. So, jetzt ist für uns immer so, wir versuchen natürlich, also kein Mensch weiß, dass hier oben da das Top ist, darum geht es auch nicht, sondern wir versuchen Auffälligkeiten im Markt zu finden, die besonders sind. Und dafür betrachten wir zum Beispiel diese Average True Range, also das ist die durchschnittliche Handelsspanne am Markt der letzten 14 Tage. Ihr seht hier ATR, ich kann es mal ein bisschen rüberziehen, so Average True Range der letzten 14 Tage. Okay? Und jetzt muss ich nochmal den. Ja, und die wird jeden Tag gemessen und wir können uns das mal anschauen. Wir waren hier am Top, da sehen wir die ATR 20. Dann sind wir hier, waren wir noch bei ATR 22, also hier an dem Tag. Und normalerweise heißt Average True Range, dass sich der Markt so im Durchschnitt um die ATR bewegt. Also so in entweder 80-120% so von der ATR die Schwankung. Also irgendwie so 16 bis 24, 25 Punkte schwankt der Markt am Tag. Und dann haben wir den Tag gehabt, 2.2. Der 2.2., das war der Tag, an dem es für uns geklingelt hat an den Börsen zum Aussteigen beziehungsweise zum Einsteigen auf die Short-Seite, weil der Tag hier was ganz Besonderes war. Ich gehe mal auf den Tag drauf und wir sehen hier rechts diesen, wo dieses Okay, das Grüne steht. Da sehen wir, wenn ich jetzt drauf gehe, da sehen wir, das High des Tages war bei 28,07 und das Low war bei 27,55. Das heißt, es sind 52 Punkte, die der Markt sich an dem Tag bewegt hat. 52 Punkte. Die ATR, das sehen wir aber, beträgt ja nur 22 am Vortag. Das heißt, wir haben uns mehr als das Zweifache der durchschnittlichen Handelsspanne bewegt. Ah, und das ist Double ATR, alles klar. Genau, deswegen heißt das Ding Double ATR. Und es ist ganz selten, solche Signale.
Also ich gebe mal ein Beispiel. Im DAX im Zeitraum 2000 bis 2015, ja, da hatten wir mal in diesen 15 Jahren gerade 60 Signale, also ungefähr 4 Stück im Jahr. Ne? Und das kommt sehr selten vor. Und im Dow Jones kam es ganz, ganz lange nicht mehr vor, dass wir so einen Double-ATR-Tag haben. Und das war der Tag. Und das war sozusagen das Signal, dass der Trend vorbei ist. Weil man sagt, wenn wir eine starke Bewegung gegen den Trend, doppelte ATR haben, dann dreht der Trend unmittelbar. Und dann ist auch ganz häufig extreme Gefahr im Verzug. Beziehungsweise die Double-ATR gibt es natürlich auch nach oben. Das wäre dann ein extremes Kaufsignal. Also in diesem Fall aber war die Double ATR ja eben entsprechend nach unten. Und ja, für uns war das das Verkaufssignal. Und das heißt, wir haben dann. Nach dem Trend vorher, ne? Also, was? Die Aussage richtet sich nach dem Trend vorher, also dass wir jetzt stark gestiegen sind und dann die Vola anzieht, dass das dann ein Verkaufssignal ist? Oder? Eigentlich nur danach, also wir gucken, klar, das ist jetzt entgegen der vorherigen Bewegung. Und das heißt, der Trend davor ist vorbei und ein neuer beginnt. Okay. Und das werden dann meistens größere Korrekturphasen. Ja, und die hat dann begonnen. Was man dann nicht weiß, ist, ob das direkt am nächsten Tag losgeht. Manchmal dauert das auch 3-4 Tage noch. Das nennen wir Verteilungsphase. Also bevor der Markt dann wirklich losgeht. Da war es jetzt unmittelbar. Also das ist vom Timing her ein Instrument, was sagt, es geht los. Aber es kann auch dann noch manchmal 4-5 Tage dauern. Für uns war es aber so, wir haben uns darauf eingestellt und das war für uns das Short-Signal, beziehungsweise auch das Signal, was wir noch an Cash haben, beziehungsweise an Stocks haben, in Cash zu wandeln. Ja? Und ja, das hat sehr gut funktioniert. Und jetzt haben wir natürlich dann ist die ATR noch größer geworden. Und vielleicht auch kurz zur Erklärung, wir haben dann auch hier so ein Double-ATR-Tag, die grüne Kerze. Das heißt aber nicht, dass der Trend jetzt sofort wieder auf Long dreht, weil das zweite wichtige Kriterium ist, dass die Kerze, und das sieht man hier bei der schön, dass die Outside der Vortageskerze sein muss. Und diese grüne hier, die ist innerhalb des Körpers zum größten Teil. Ja. Und dann ist es kein Signal. Also es muss Outside sein, weil dann ist es einfach nur eine Reaktion auf die große Kerze vorher. Hm. Also es ist ein ziemlich simples System, dieses Double ATR. Aber es ist sehr, sehr gut. Also ich simpel und selten. Ja, es sind seltene Signale, aber die sind dann, wenn die Signale kommen, die sind wirklich extrem gut. Ja, und ich muss mal gerade gucken, ob ich hier die Tabelle so schnell aufkriege, die ich dazu habe. Ah ja, habe ich auch. Kann ich das mal gerade zeigen? Bildschirmpräsentation ab aktueller Folie. So, hier ist es eigentlich alles nochmal erklärt, was ich erklärt habe. Also das ist so ein Beispiel im DAX, so eine Kerze. Ja, und da seht ihr, da geht es noch 2 Tage dagegen und dann kommt die Bewegung weiter runter. Das ist jetzt ein alter Beispielchart. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist folgendermaßen. Ihr seht hier, wir machen immer, wenn wir solche Sachen machen, haben wir immer Statistiken. Ja, weil Statistiken sind extrem wichtig, wenn du handelst. Also viele Leute sagen, oh, ich handle ein MACD. Sag ja, und weißt du, dass der funktioniert? Ja, ich mache damit Gewinn. Sag ich, das glaube ich dir nicht. Ja, weil du müsstest genau festlegen, nach welchen Kriterien steigst du aus, nach welchen ein und dann natürlich jedes Signal betrachten. Und das haben wir hier zum Beispiel mal gemacht. Und das seht ihr hier, das ist jetzt die Statistik hier Januar bis 2015. Wir müssten jetzt mal neue aktualisieren, haben wir auch, aber habe ich jetzt hier nicht als PowerPoint. Und da siehst du, im DAX gab es 69 Signale, also 69, 11 Long, 58 Short. Das ist die Trefferquote für die Signale. Trefferquote heißt, dass es danach dann auch weiter nach unten gegangen ist, einen bestimmten Faktor, den wir vorher definiert haben. Schon ordentlich, 82%, ist nicht schlecht. Ja, ja, also selten, aber gut. Richtig gut, Double ATR. Ja. Und das sind so Sachen, die eben vielleicht auch den professionellen Trader, wo wir heute auch ein bisschen drüber reden wollen, von dem Hobby-Trader unterscheiden. Der Hobby-Trader, der guckt morgens ins Fernsehen oder sagt, boah, ich glaube, der DAX geht hoch oder ich glaube, es geht runter oder ich habe da ein Gefühl. Und der professionelle Trainer, der arbeitet im Prinzip mit Statistiken und Systemen und weiß auch, was er tut. Das heißt nicht, dass jedes ATR-Signal funktioniert. Ihr seht hier, es ist 18%, gibt es auch die Schieflaufen. Ja? Und
ja, bei mir funktionieren auch nicht alle Signale. Ich hatte zum Beispiel letztes Jahr mit einem anderen System viermal ein Short-Signal für ein S&P, was nicht funktioniert hat. Und das ist natürlich dann nervig. Du gehst Short, es funktioniert nicht. Du gehst Short, es funktioniert nicht. Nur das fünfte Mal, wo es jetzt kam, also da kam das ATR-Signal, aber noch ein anderes, habe ich mehr verdient, jetzt als haben wir ich die falsche Folie verloren habe. Das ist jetzt, oder? Wolltest du das zeigen jetzt? Ist das die falsche Folie jetzt gerade? Ja, jetzt ist das ist hier gerade rübergegangen. Warum ist das? Zwei. Ja, das ist, wenn du zu viel auf deinem Bildschirm aufhast. So, egal. Ja, ja, ich ziehe es hier nochmal drauf. Genau, also, ja, da haben wir es doch jetzt. Das ist die Multiple ATR. So, und ich habe verschiedene Systeme, verschiedene Statistiken für meine Systeme. Und natürlich sind das nicht immer alles richtige Signale. Es gibt auch Fehlsignale, mit denen musst du leben. Aber du musst die dann einfach konsequent durchdrehen. Ne? Und ja, du kannst jetzt nicht sagen, das trade ich nicht und das trade ich. Ne? Das funktioniert halt nicht. Ne? Da muss man ja, also stell dir mal vor einfach, ich hätte jetzt das Signal da weggelassen. Ja, ja. Das ja. Hier. Dann wäre mir der Move entgangen, auf den ich im Prinzip vorher lange, lange gewartet habe. Ne? Nur weil ich denke, oh ja, jetzt sieht alles so bullisch aus. Und ja, da muss man auch wirklich konsequent seine Signale durchhandeln. Und da gehört natürlich ein bisschen Erfahrung zu, das gehört ein bisschen Training zu. Und ich warne immer davor, irgendwelche Blackbox-Systeme zu traden, also wo irgendwo ein Signalgeber ist und der gibt ein Signal, weil man versteht nicht, was da passiert und hat keine eigenen Statistiken. Und dann wird man dem Signal auch nicht vertrauen. Ja, und dann wird es einfach schwierig, langfristig Erfolg damit zu haben. Mhm. Ja, und deswegen ist es einfach wichtig, wenn man Systeme handelt, die selber auch statistisch zu überprüfen und sich im Prinzip weiß, wie die funktionieren. Ja, also nicht nur, wo gehe ich rein, sondern auch, wie wahrscheinlich sind die Trefferquoten und all solche Sachen. Mhm. Ja. Ja. Also das 82,18 ist schon stark. Ne? Also wenn man jetzt mal wirklich das übersetzt, heißt das von 10 Trades 8 Treffer. Ne? Das ist natürlich schon... Ja, das ist gut, aber du musst auch überlegen, wie geduldig du sein musst. Ne? Viermal im Jahr im Durchschnitt. Und das ist nur der Durchschnitt. Das heißt, du hast Jahre, da kommt das gar nicht vor. Ja? Und dann hast du Jahre, wo es dann vielleicht mal häufiger vorkommt. Und dann darfst du es nicht verpassen, wie du sagst, wenn es denn kommt. Da musst du sehr geduldig sein. Ich meine, es ist jetzt nicht so, nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich habe mehrere Systeme. Es ist ein System. Das habe ich heute mal rausgesucht für diese Präsentation, einfach aus dem Grund, weil wir natürlich über die aktuelle Marktsituation reden wollen und natürlich dann auch gucken können, was passiert da gerade. Und diese ATR, also diese Wohler, zeigt eben an, da ist was Besonderes. Und man darf nie versuchen, den Markt zu beurteilen, von den Nachrichten her, weil die Nachrichten werden immer nur hinten dran gepappt. Und das ist ja auch das Witzige. Ich habe dann morgens mal die Zeitung mir den Spaß gemacht, durchzulesen. Und was ist die Erklärung, die ganzen Leute gebracht haben? Ja, steigende Zinsen. Steigende Zinsen. Ich lache mich kaputt. Ja, das Argument hat man diese Woche rausgefischt. Und da muss ich doch sagen, lass uns doch mal anschauen. Ich gehe jetzt mal eine Sekunde. Also da musste ich auch ein bisschen schmunzeln, als ich diese Erklärung gehört habe. Ja. Das ist witzig, ne? Ja. Also steigende Zinsen, das heißt, ich weiß im Prinzip nicht, warum die Börse runtergegangen ist. Ich will euch das mal gerade zeigen. Und zwar, ich wechsle mal gerade den Bildschirm auf eine andere. Ich habe ja mehrere Bildschirme. So, dann gehen wir mal dahin. So, das hier. Das ist jetzt einfach mal die 10-Jahres-Renditen USA. Okay. Und ich mache jetzt mal, ich muss den Chart mal gerade präparieren für euch, weil ich das jetzt auch nicht vorbereitet habe, das ist der Tageschart. So, und dann sehen wir, naja, also das ist hier Dezember, die Zinsen sind gestiegen. Die waren natürlich schon die ganze Zeit gestiegen. Und hier oben haben dann irgendwann die Leute da plötzlich Angst bekommen. Also, und wenn wir jetzt mal auf den Monthly Chart gehen, dann sehen wir, naja, also schaut mal bitte. Also die Zinsen sind in 2013 schon mal angezogen. Da ist das auch nicht passiert.
Gut, da hatten wir die Notenbank. Aber in 2017 hatten wir hier den Anstieg, da ist nichts passiert. Und jetzt ist das hier passiert und da plötzlich wird mit steigenden Zinsen argumentiert. Das ist einfach Quatsch. Ja? Also was einfach passiert ist, ist, dass die Marktteilnehmer plötzlich versuchen, ihre Gewinne jeder zu retten und da reißt eine Liquidation die andere dann. Und die Amerikaner haben natürlich extrem auf Kredit gekauft und jetzt, wo der, wenn die Volatilität da anzieht, dann ist, rächen sich solche Geschäfte, weil man dann schnell einen Margin Call hat und auch dann Margin Sellouts dann passieren. Ne? Ja, das hatten wir, das ist auch immer ein guter Indikator, wenn die kreditfinanzierten Aktienpositionen extrem hoch sind, dann weißt du auch immer, jetzt kommt langsam Gefahrenverzug. Genau, und das die ist, also die kreditfinanzierten Aktienpositionen, die waren auf dem Level, höher als 2000 am Top, höher als 2007 am Top. Das war, das heißt, die sind auf dem absoluten Top gewesen. Ja. Und jetzt, das sind keine guten Timing-Sachen, weil die waren auch letztes Jahr vor 3 Monaten oder 4 Monaten schon. Und dann ging die Rallye ja erst nochmal richtig los. Und deswegen braucht man eben auch nochmal Zusatzinstrumente als Trainer. Wann gehe ich denn vom Timing rein? Also ich muss sagen, die Aufwärtsbewegung da, die hier in den letzten Monaten passiert ist, die habe ich nicht mitgemacht, weil ich der auch nicht mehr getraut habe. Also da kann man auch sagen, da bin ich selber schuld und blöd, da hätte man natürlich auch Geld verdienen können. Im Nachhinein weiß ich jetzt, warum ich sie nicht mitgemacht habe. Ich wollte dann auch bereit sein im Kopf, wenn es dann soweit ist. Ich habe da also sehr viel gewartet. Ja, okay. Ja, und das ist jetzt das Ergebnis. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt, ja. Ja. Also die Geduld muss man manchmal mitbringen. Hier wird gerade noch gefragt, ob am 15.8. auch ein Double ATR war, 15.8.17. 15.8., das müssen wir jetzt mal nachprüfen. Und zwar, das ist der 17. 15. wäre der Tag, also das wäre der 17. Ist der gemeint? Na, der Bürger, den wir sehen gerade nichts. Achso, ich muss den Bildschirm, gerade den Bildschirm wieder zurückholen. So, okay. Also ich hätte jetzt hier einen anzubieten, ja? Genau, ich glaube, der ist auch gemeint, ja, der ist auch gemeint. Und dann können wir mal gucken, wir schauen also mal, Tag vorher, also die ATR war bei 14 und hier war das Tageshoch, war 64 und das Low war 27, das heißt, wir kommen hier auch auf die 30 Punkte. Das heißt, wir hatten auch hier ein Double-ATR-Signal, was in dem Fall tatsächlich nicht funktioniert hat. Ist richtig. Mhm. Ja, hat nicht funktioniert. Es ging dann 2 Tage noch ein bisschen runter und dann kam mir diese Mega-Rallye. Ich sagte, es ist nicht jedes Signal, was funktioniert. Ich habe ja auch gesagt, ich hatte letztes Jahr 4 falsche Signale zum Short gehen. 4 Stück. Ja, und jedes Mal, das Ding hat mich im März Short geschickt, das hat mich im Herbst Short geschickt. Ja, und jedes Mal, du gehst dann hier rein, machst deine Stops hier oben hin, wirst ausgestoppt und denkst, scheiße. Ja, aber so ist es. Ja, aber passiert, ja, so ist es halt. Ja. Es geht nicht darum, dass wir eine Kristallkugel haben und wirklich wissen, was passiert. Es geht nur um Wahrscheinlichkeiten. Hm. Und die Wahrscheinlichkeit war zwar, dass die Bewegung hätte runtergehen können, aber es gibt eben auch eine Wahrscheinlichkeit, dass es weiter nach oben gibt. Das gab es auch hier. Nur hier ist es dann eben nach unten gegangen und dann kommt eigentlich die zweite Qualität vom Trader raus, nämlich wenn du dann in so einer Bewegung bist, dass du dann nicht hingehst und deine Gewinne zu sehr begrenzt, also dass du zu früh rausgehst, dass du auch wirklich die Bewegung laufen lässt, also dass du versuchst, im Durchschnitt mehr zu verdienen, als verlieren. Ja, das ist eigentlich dann auch nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, auf jeden Fall. Weil sonst kannst du ja die Verluste gar nicht wieder reinholen, die du da vorher gemacht hast. Ne? Die Frage kommt gleich noch hinterher, ob dann bei dem folgenden Breakout, also vom August, dann im September mit der Aufwärtsbewegung, man da hätte long gehen müssen. Hier? Ja. Also okay, jetzt von dem ATR-System nicht, also da ist dann einfach nur das Signal ausgestoppt. Wir haben aber eine andere Sache und das ist eine zweite Sache, die ich verwende, es nennt sich Sequenztheorie. Okay. Ist im Prinzip ähnlich wie die Dow-Theorie, hat aber ein paar Unterschiede, deswegen haben wir der auch einen anderen Namen gegeben. Und zwar schauen wir, macht der Markt steigende Hochs und steigende Tiefs? Und ja. Wichtig ist,
Wir brauchen mindestens 3 steigende Hochs. Das ist hier der Fall. Also es ist hier passiert. Das heißt, da war das Signal, weil das dritte hoch war. Wir brauchen gleichzeitig höher liegende Tiefs, höher liegende Hochs. Und da gab es das Signal. Und wir sehen dann, der Markt hat hier zum Beispiel so eine Gegenbewegung gemacht. Da hat er aber nicht gedreht, weil hier fehlt ein weiteres Hoch und Tief. Ja. Und das heißt, da ist der Trend dann tatsächlich aufwärts gewesen weiter. Ja. Und von der Sequenztheorie war der bis hier oben hin aufwärts. Und das hat dann jetzt auch nicht mit der Sequenztheorie gedreht, sondern hat jetzt hier gedreht mit dem Doppel-ATR-Tag. Doppel-ATR-Tag. Ja. Aber das sind die zwei Sachen, mit denen wir vorgehen. Also ich mache morgens immer, ich habe hier so eine Sekunde, muss man gerade die alle Zeichnungen löschen und Zeichenmodus aufheben. Ja, das ist auch interessant zu sehen jetzt hier bei dem Abbild, was du da gerade gezeigt hast, also bei dem aktuellen Double ATR, dass wirklich so gut wie keine Inside-Bewegung der vorherigen Bar zu sehen ist, dass der wirklich komplett außerhalb liegt. Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Punkt bei der ganzen Sache. Ja, genau. Ja, und ich mache das immer so. Ihr seht hier, ich habe 3 Zeitebenen, die betrachte ich. Das ist die Sequenz. Allerdings, wenn Double ATR ist, dann gehen die alle automatisch auf Short. Und den S&P, den müssen wir hier eigentlich jetzt auch schon wieder runterstellen. Der hat auch schon wieder unten nach unten gedreht. Und dann seht ihr hier, der Vorteil ist Short. Das rechnet das Ding automatisch. Und dann wähle ich die Strategien aus. Ja? Und ich habe hier Momentum-Strategien, Sequenz-Strategien auf verschiedenen Zeitebenen, Hit- und Run-Strategien. Oh ja. Und die sieht, im Moment fahre ich ein extrem hohes Aggressivitätslevel. Das heißt einfach, ich handel wirklich viel. Ja, mach viele Trades. Volle Kanne, ne? Ja. Das ist, Gut, aber ich meine, wenn ich jetzt verzeihe, ja. Aber wie gesagt, man muss, aber auch dafür, für dieses volle Kanne muss man, also deswegen hier auch ein kleines Wörtchen der Warnung, muss man natürlich die Erfahrung auch zu haben, das so mitmachen zu können bei diesen Monsterbewegungen. Ja, klar. Ne, das ist, also ich sag mal, für mich sind die jetzt toll. Für jemand, der vielleicht noch nicht so viel Erfahrung hat, sind die Bewegungen schwierig, weil natürlich die Schwankungen auch extrem groß sind. Hm. Ja. Ja, selbst auf meinem Minutenchart, da gehst du ja... Ja, das ist ein Minutenchart hier und ihr seht hier, der bewegt sich, wir haben ja eben gesehen, früher war die Tages-ATR 20 Punkte, ja, und wir sehen jetzt hier vom Hoch bis hierhin, das sind 20 Punkte und das war 15,41 bis 15,3, also in einer Viertelstunde hat er eine Tagesbewegung abgerissen, was sonst im ganzen Tag mal läuft, ja, oder noch mehr gestern oder vorgestern im Dow Jones, also da war schon... Rambazamba, ne? Ja, da waren ja ein paar hundert Punkte, ne? Wenn du das hier mal siehst, das Minutenchart, ne? Also da geht es dann von 26.000 kurz mal auf 6, was ist das hier, 6,50, ja? Ja, das ist schon, boah, Wahnsinn. 400 Punkte da in fast 10 Minuten oder so. Ja, und das ist krass. Schon ein Brett, ja. Also es erfordert eine gewisse Erfahrung, eine gewisse Sicherheit, aber die kann man sich ja auch erarbeiten. Das dauert ein bisschen vielleicht, bis man die hat, aber es lohnt sich, das sozusagen zu trainieren und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also man braucht eben, sag ich mal, um auch solche Bewegungen richtig gut reden zu können, wahrscheinlich auch mal 5, 6 Jahre Erfahrung, bevor man da ich will nicht sagen, dass man vorher kein Geld damit verdient, sondern dass man die so richtig kapitalisieren kann und das Geld dann auch behält. Weil die Schwierigkeit ist natürlich auch, irgendwann geht die Vola wieder raus. Ne? Also die springt an und die geht dann raus. Und wenn man dann weiter mit so einer hohen Aggressivität tradet, ja, dann würde man wieder zu viel Geld hergeben. Das heißt, es ist, sag ich mal, wie bei so einem Autorennen oder auch wie beim Fußballspiel. Du musst im Fußball sehr aggressiv sein, aber im richtigen Moment auch wieder vom Gas gehen und defensiv machen, sonst fängst du die Tore. Ja? Und Naja, klar. Ja. Also, okay. Das ist erstmal so. Ja, cool. Also, da haben wir wieder was gelernt. Double ATR. Das kann ich auch noch. Also gut, dass die ATR natürlich wichtig ist, klar. Und wenn die anzieht, dass dann auch was Besonderes ist, auch das war mir klar. Und dass man das auch gut eben mit der Average True Range messen kann. Aber dieses Kriterium mit der Double ATR, das war mir jetzt auch neu. Ja, also das ist eine wirklich schöne Sache. Und auch diese Sequenztheorie, die ich eben vorgestellt habe, die ist allerdings ein bisschen komplexer, als ich das jetzt hier in 1, 2 Minuten machen kann. Aber vielleicht kann ich an der Stelle ein kleines bisschen Eigenwerbung machen, weil wir machen ja zusammen mit euch
immer unser Level 1, den 90-Tages-Kurs. Ne? Und der ist ja im Prinzip auch unter bestimmten Bedingungen, sponsert ihr den ja auch, also kostenfrei für viele möglich. Der geht 90 Tage lang und da lernt man dann eben auch diese Sequenztheorie, also zu schauen, wie bestimme ich die Trends auch mit den Sequenzen. Ja? Weil da gibt es natürlich noch ein paar Feinheiten, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe oder worauf wir die Zeit jetzt nicht drauf haben einzugehen. Ja. Ja. Gut, gibt's Fragen? Ja, ich gucke auch schon mal immer im Fragen-Chat, aber bis jetzt gibt es da noch nichts weiter. Die hatte ich schon durchgegeben. Also das war ja diese Geschichte mit dem 15.8. Okay. Ja, okay, ich gucke mal gerade. Also vielleicht kann man noch mal zwei, drei Worte auch über die Zinsen verlieren, weil es ist wirklich eine interessante Sache. Wir haben, ich gehe noch mal gerade, ich wechsle noch mal gerade den Bildschirm. So, eine Sekunde, Bildschirm Nummer 3. Jetzt kam gerade die Fliegerstaffel bei dir rüber, oder? Ja, ich hab auch. Los. So. Ja. Das klang ja wirklich cool eben. So, da wollen wir hin. 10 Jahre USA. Technischer Chart. Und machen wir uns noch schön groß. Hier auf Monatsbasis. Und was, glaube ich, ganz interessant ist im Moment, klar, also wir haben jetzt, ich habe gerade gesagt, die Zinsen steigen schon seit etwas längeren und das ist nicht so eigentlich das Argument, aber es gibt natürlich eine wirklich spannende Sache. Wir haben also eigentlich bei den Zinsen in den letzten 40 Jahren immer einen Abwärtstrend gehabt, also habe ich jetzt hier mal so angedeutet. Und wir sind jetzt hier eigentlich aus diesem langfristigen Abwärtstrend bei den Zinsen gerade dabei auszubrechen. Und okay, das ist von daher von der Bedeutung, weil der Zinstrend, der geht seit 1983 abwärts. Seit 1983. Ja, damals waren die Zinsen bei 18%. Mag man sich gar nicht vorstellen. Ja? 18% in den USA. Und wir haben diesen lange ablaufenden Trend und jetzt haben wir eine Situation, die deshalb auch gefährlich werden kann, weil die Zinsen hängen ja nicht nur davon ab, was die Notenbank macht. Also da wissen wir, dass die Zinsen erhöhen. Die haben ja versucht, immer den Zinsmarkt zu drücken, indem sie Anleihen, indem sie Bonds gekauft haben. Dann sind die Kurse der Anleihen gestiegen, dadurch die Zinsen gesunken. Aber was jetzt ja ganz spannend ist, der Trump hat ja seine Steuerreform durchgeboxt. Und das Witzige ist bei der Steuerreform, dass er, muss mal gerade schauen, vielleicht habe ich auch hier eine Grafik zu. Das Witzige ist, dass bei der Steuerreform, dass er, dass im Gegensatz zu Deutschland, dass die Steuerreform ja kein Stück gegenfinanziert ist. Ja, also das heißt, das bedeutet letztendlich, dass die, dass der Anleihemarkt nächstes Jahr geflutet wird mit einer Nachfrage von, ja, das, also, oder mit einem Angebot von wie nennt man es, von Bonds und dadurch die Zinsen auch zusätzlich unter Druck kommen, also anziehen werden. Ja, weil es eben viele, also das Angebot an Bonds steigt und dadurch sinken die Kurse und sinkende Kurse bei den Bonds führen natürlich zu steigenden Zinsen. Ja. Also nochmal eine ganz, ganz interessante Sache, die sich da auftut, gerade durch diese Steuerreform, die ja extrem gehypt wurde. Ja? Ja. Wahnsinn, ja. Ja, ich würde auch nochmal ganz gerne
wie immer meine Teilnehmer fragen. Ich habe hier so eine kleine Kurzumfrage vorbereitet, weil all das, was Sie hier ja sehen, das können Sie ja bei uns natürlich auch handeln. Ja? Also Sie können die Zinsen handeln, Sie können den Dow Jones handeln als CFD, als Future. Und das macht dann natürlich in solchen Phasen besonders viel Spaß. Und wir haben mit dem Nanotrader natürlich eine exorbitant coole Plattform. Bürger, die nutzt du ja auch in deinen ganzen Seminaren. Absolut, ja. Das ist aber eine super Plattform, kann ich auch gut empfehlen. Na, also wir hatten es auch gerade noch mal eingangs, bevor wir hier rausgingen, stabil und auch gerade in so Marktphasen sehr wichtig, ne, dass man gute Ausführungen und eine gute Stabilität kriegt, hat in der Plattform. Und wenn Sie das eben selber oder noch nicht in den Genuss gekommen sind, bei uns Kunde zu sein und das auch mal nutzen wollen, dann, wie gesagt, meine kleine Umfrage hier. Sie brauchen einfach nur raufklicken. Dann werden wir uns entsprechend mit Ihnen in Kontakt geben, also Sie entsprechend kontaktieren, so rum. Mein Gott, haltet nicht so einfach heute mit meinem Deutsch. Also, Angebot für Neukunden. Bei Interesse klicken Sie einfach auf eine der beiden Alternativen, wenn Sie eine persönliche Online-Einweisung der Trading-Plattform haben wollen oder wenn Sie das Angebot für schnell Entschlossene gerne nutzen möchten. Ja, einfach draufklicken und dann geht das sozusagen seinen normalen Weg zu mir, nämlich. Ja, genau, wunderbar. Ich kriege hier gerade noch eine ganze Menge Fragen zu deinen Seminaren. Ich denke mal, da werden wir gleich auch noch was zu sagen, ne, wann so die nächsten Termine sind und wie das so bei dir läuft. Ich denke mal, da können wir gleich noch was zu sagen. Mhm. So, ja, jetzt schließe ich das mal wieder, weil die Fragen sind also ganz konkret. Wann fängt das nächste Level 1 an? Wann das nächste 90 Tage? Da gibt es ja ein Anfängerseminar, 90-Tage-Seminar. Ne? Genau, also das Level 1 ist ja unser Anfängerseminar, das ist ja das 90 Tage. Das heißt, Level 1, 90 Tage ist Take-Off-Seminar. Und genau. Also es ist das erste Ausbildungsmodul bei uns. Da lernt man bereits auch schon zwei Strategien. Und das Schöne ist, dadurch, dass wir es eben über 90 Tage gestreckt haben, hat man wirklich auch gut Zeit, die Sachen umzusetzen und zu lernen. Und wir haben auch 90 Tage Live-Trading da drin. Das heißt, die Leute sehen auch, wie setzen wir denn die Strategien an Märkten um. Wir erzählen nicht nur irgendwas, sondern zeigen auch, wie die Strategie direkt an aktuellen Marktsituationen umgesetzt wird. Und da guckt man dir praktisch über die Schultern Webinarform, ne? So ist das. Genau, im Webinarform schauen die dazu. Sie kriegen auch per WhatsApp einen Alert, wenn wir ein Signal umsetzen, damit man nicht die ganze Zeit da drauf schauen muss. Das ist ja sonst lästig. Man hat Videolektionen, die man sich anschauen kann, wo man alles entsprechend lernt und regelmäßig, wir nennen das Classrooms, und Art Webinare, wo man Fragen zum Thema stellen kann an mich und den Tobi, der hier das mit mir zusammen macht. Und das geht immer am 1. eines Quartals los. Also 1.4. ist der nächste Start von dem nächsten Take-Off. Okay. Ist da kein April-Chart, sondern der Start. ist kein April-Chart, sondern ist der Start. Nein, kein April-Chart ist, genau, geht dann los. Und das ist eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Sache, weil man sich auch eben gut orientieren kann, ist das überhaupt was für mich, das Trading? Und wie wie funktioniert es wirklich? Viele Leute haben ja eine falsche Vorstellung vom Trading, so nach dem Motto, man sitzt dort und ballert ein Trade nach dem anderen da, rein, raus, raus, rein und so. Und mit dem Live-Trading-Room, da sieht man, wie wir eben mal exemplarisch die Strategien umsetzen, wie das Ganze funktioniert. Und wir empfehlen es den Leuten immer, auf einer Demo mitzumachen. Warum nicht mit Echtgeld? Weil ich der Überzeugung bin, dass man am Anfang nicht genug Erfahrung hat, das alles richtig umzusetzen. Und alleine schon die Möglichkeit, wenn du eine Order verwechselst, das wäre einfach gefährlich, ne? Weil ja, geht ja schnell mal. Ja, also das Verklicken ist immer teuer. Das kann ich auch bestätigen. Ja. Und da sind wir einfach Fans davon, das erstmal zu trainieren mit den Leuten, bevor man dann wirklich dann in das Echtgeld-Trading hineingeht. Ne? Also kann man machen, aber wir empfehlen es nicht. Wir sagen immer, Leute, macht das mal mit, macht es auf Demo mit. Und da gibt es dann ja auch von euch wieder auch die Möglichkeit, dass man auf dem
Nanoträder mit Realtime-Daten das mal für sich umsetzen kann. Also da hat man auch wirklich tolle Möglichkeiten, das einfach mal auszuprobieren. Also ich sage auch mal, jeden Verklicker, den wir dadurch verhindern können, da spielt so wirklich die Kosten für so ein Seminar doppelt und dreifach wieder rein. Ja, weil das ist so. Ja. Hier kommt noch eine Frage vom Jorda, wenn ich das mal so wieder handhaben darf, Sie mit Vornamen anzureden, hoffe, ist das okay. Nochmal zu den Zinsen. Es liegt auch daran, dass die FED das QE zurückgefahren hat. Das ist richtig. Das hat sie aber auch schon länger gemacht. Ne? Also das QE ist eigentlich schon beendet worden in 2015. Da gab es auch den ersten richtigen Dip an den Märkten. Und dann hat man einfach stillgehalten und irgendwann hat man dann sogar angefangen, eigene Anleihen oder die Anleihen wieder sozusagen, ja, die Bilanz zu entlasten und kleine Verkäufe zu starten. Ja? Nur die Zentralbank kann natürlich die Zinsen im gewissen Grade manipulieren, aber Zinsen sind letztendlich ein ganz großer Faktor, wie hoch ist die Nachfrage nach Kapital und wie viel Kapital ist entsprechend da. Also auch die Zinsmärkte funktionieren nach Angebot und Nachfrage. Also wirklich, wie man es kennt von Äpfel und Birnen und allem anderen drum. Klar, der Marktpreis wird dort etwas manipuliert von der Zentralbank, aber die Grundgesetze der Marktwirtschaft. Habe ich also eine hohe Nachfrage nach Kapital, ja, und die wird ist jetzt durch die Steuerreform entfacht worden, ja, weil das Ding ist null gegenfinanziert. Und da habe ich dann noch zusätzlichen Wirtschaftswachstum, was eben auch immer eine hohe Nachfrage nach Kapital ist, dann führt das zu steigenden Zinsen. Da kann selbst die Zentralbank sagen, wollen wir nicht, das würde trotzdem passieren. Ja. Naja, auch weil die Unternehmer ja investieren wollen, ne? Die wollen genau, ja, genau. Ja, wenn die und Kredite aufnehmen und schon hast du dann die Nachfrage nach Kapital, ne? Schon genau. Geht das los. Ja, die wollen Fabriken bauen, die wollen neue Projekte durchziehen. Das ist alles Nachfrage nach Kapital. Und dann muss man eben gucken hier. Das ist ja auch so, deswegen sinken Zinsen bei Wirtschaftskrisen, dann sinkt eben die Nachfrage häufig. Hier in diesem Fall ist es jetzt aber erstmal so, wir haben ja eine super US-Konjunktur. Wir haben zusätzlich aber noch der Trump, der eine Sache macht, die noch kein Politiker eigentlich vorher gemacht hat, nämlich prozyklisch Steuersenkungen gemacht, also in einem Zeitraum, wo es alles schon heiß läuft und gut läuft, noch seine Steuerreform durchgezogen. Und ja, letztendlich, wir unterhalten uns zwar jetzt im Moment gerade in den USA über diesen Government Shutdown. Ja, da geht es immer hin und her, aber letztendlich die Schuldenobergrenze wird verschoben werden, muss verschoben werden und wir werden steigende Zinsen sehen. Und steigende Zinsen hat einfach ein mega Problem, weil die fast alle US-Aktienfirmen haben sich in den letzten 10 Jahren verschuldet, um eigene Aktien zurückzukaufen. Also nicht mit ihren Gewinnen oder so, sondern haben Schulden aufgenommen und eigene Aktien zurückgekauft. Deswegen ist ja die Liquidität und die Volatilität so niedrig gewesen, weil Kursrutsche sind verhindert worden, dadurch, dass man einfach immer wieder Aktien gekauft hat. Selbst Apple, die Milliarden in Cash haben Bonds und Anleihen aufgelegt, um eigene Aktien zurückzukaufen. Und das ist im Moment unproblematisch, wird aber problematisch, wenn die Zinsen anziehen, weil dann muss man natürlich eben auch die Anleihen bedienen. Und wenn dann zufälligerweise die Wirtschaft nicht ganz so gut läuft oder sonst was, dann kann es Probleme geben. Und ja, dass diese Faktoren der Aktienrückkaufprogramme, die mit einer der wesentlichsten Rollen in der Rallye im US-Markt gespielt haben, die kommen gerade in Gefahr. Also dass die nicht mehr weiter betrieben werden können. Ja, also können schon, aber dass sich das nicht mehr rechnet bei steigenden Zinsen. Ja. Ja, das ist schon Wahnsinn. Also da kommt, glaube ich, einiges auf uns zu. Da muss man wirklich mal abwarten, denn steigende Zinsen sind ja auch immer Gift langfristig für die Aktien. Ja, aber das Tolle ist ja auch, also du, Stefan, du weißt es ja, mein Lieblingsmarkt ist ja eigentlich ein anderer. Ne? Also, ja, der Bund Future. Da ist er. Da ist der Bund Future und es ist wirklich mein absoluter Lieblingsmarkt. Und du weißt auch, wenn ich in Urlaub fahre, was passiert mit dem. Ne? Der fällt.
Das ist, genau. Das ist, also man muss die Urlaubsdaten von Bürger kennen. Das du musst die kennen und guck mal, Stefan, wann ich Weihnachten begonnen habe. Hier, nein, das ist nicht wahr, ne? 19.12. Ja, 19.12. und los ja, geht's. Ja, das ist der Hammer. Das ist wirklich so. Du weißt, das ist, ich habe es dir schon ein paar Mal gesagt. Ich weiß nicht, warum es nicht da, wenn ich in Urlaub fahre, fällt der. Aber das ist absolutes Insider-Wissen, was Sie jetzt bekommen. Absolutes Insider-System. Wenn ein Bürger Urlaub macht, dann geht der Bund-Future runter. Aber, Spaß beiseite, der Bund hat natürlich auch das, also die Sequenz hier tief, tief, hoch. Hm. Er hat es hier angekündigt, dass der Trend down ist. Ja, dann hat er auch noch ATR-Tage gemacht zusätzlich. Und ich liebe ihn, weshalb? Weil er die stabilsten Trends von allen Märkten macht. Ja, hm. Also er ist wirklich ein toller Markt zum Traden, auch gerade wenn jemand beginnt und er sagt, Mensch, S&P, das macht mir jetzt aber ein bisschen Angst mit den Riesenbewegungen und so. Der Bund macht manchmal große Bewegungen, aber auch die macht er sehr treu und er macht sehr schöne Trends und er ist ein sehr schöner Abwärtstrend drin und ja, ich liebe ihn zu handeln und ja, wir haben tolle Signale gegeben. Klar, gibt auch mal Tage, wo Gegenbewegungen sind, aber die nutzen wir zum Einstieg, so wie hier und heute gab es auch eine Gegenbewegung, die ist mir aber nicht weit genug gelaufen. Ich hätte heute gewartet, bis wir hier hingegangen sind zum Einstieg, da sind wir aber nicht hingekommen. Ja, und bis jetzt zumindest nicht und deswegen kein Einstieg im Bund heute für meine. Wann wolltest du Urlaub machen dieses Jahr? Ich kann dir sagen, wann ich definitiv wieder weg bin. Und zwar in Nordrhein-Westfalen sind ja Osterferien Ende März. Und okay. Dann geht es für mich wieder weg. Das ist der um den 20. März. Okay, also das sollten wir mal beobachten. Ja. Sehr schön, sehr schön. Was haben wir hier noch? Ach so, hier kommt eine Frage. Was war denn nun ausgerechnet am 9.2. der Auslöser, wenn sowohl Zinsanstieg und Steuersenkung längst bekannt waren? Ja, das ist so die Erklärung der Kurse im Nachhinein, oder? Also wie gesagt, es geht an der Börse nicht um wirkliche Argumente. Ja? Das wäre einfach zu schön. Das ist das, was uns NTV und CNN oder so bekannt macht. Nee, es geht hier um Herdentriebe und es geht um selbstverstärkende Effekte, es geht um Emotionen und wenn erstmal eine Lawine ins Rutschen kommt, ja, dann ist sie auch schwer aufzuhalten und das ist passiert, ja. Ich habe gerade vor dem Webinar zu dir gesagt, es ist extrem wichtig aus technischer Sicht, dass das ist hier der Dow Jones, dass die Lawine heute hier aufgehalten wird, weil wenn zum Wochenende das hier noch weitergeht, dann, ja, also hier ist jetzt die Unterstützung, die hat er auch mal kurz getestet und gehalten, die sollte aber halten, wenn die nicht da ist, dann kommt die nächste hier unten und das heißt, das sind nochmal 2000 Aufrufe. 20.000, ja, das ist schon heftig, ja. Ja, ne? Und dann ist die Rallye von September sozusagen ausgelöscht. Ausgelöscht, ne? Ja, genau so ja. Ist es. Und ja, deswegen ist der Freitag heute auch ein spannender Tag und normalerweise sehe ich zu, dass ich freitags früh aus dem Office rauskomme. Jetzt mache mit euch noch Webinar, mache gleich auch eine kurze Pause, gehe mal ein bisschen, mein Sohn hat immer Fußballtraining, da unterstütze ich die immer ein bisschen bei mit und dann werde ich nochmal schauen in den letzten Kommst du nochmal rein ins Büro, ja? Okay. Dann werde ich definitiv nochmal schauen. Also, alles ja, klar. Also das ist im Moment wirklich eine also nochmal, es geht nicht um die Erklärung. Erklärungen werden nachgereicht. Es geht hier, es sind Trends, es sind selbstverstärkende Effekte. Wir haben hier einfach auch Liquidierungen, die dann passieren müssen, weil Marktteilnehmer den Hals nicht voll genug bekommen haben im Dezember und Januar und dann plötzlich Margin Sales out und sonst was und da kommt eins zum anderen. Also ich denke auch, das ist dieser berühmte Schneeball-Effekt, ne? Dass sich das genau, so langsam genau. Aber sicher aufbaut, der wird immer größer und irgendwann rollt der dann halt den Abhang runter. Ja. Und das ist dann eben, dass viele auf einer Seite investiert sind, also long only, dass die ersten halt die Gewinne mitnehmen und dann kommen noch die ganzen technischen Computerprogramme dazu, die dann ab gewissen Preisleveln dann einfach mal den Verkauf auslösen. Und dann absolut. Sowas, ne? Und dann muss man noch eins sagen und das ist vielleicht auch mal eine Sache, die ich jetzt aus diesem Webinar noch mitnehmen kann. Das größte Problem ist, dass viele Anleger keine Exit-Strategie haben. Das heißt,
das ist mir damals beim neuen Markt schon aufgefallen. Also die sind überzeugt, dass der Markt steigt, also dass der Dow steigt oder der Bitcoin steigt oder sonst was. Ja. Ja. Haben sich aber nie überlegt, wann gehen sie denn raus, wenn der mal nicht mehr steigt? Weil sie sind überzeugt, dass er immer nur steigt. Und dann kommt es natürlich dazu, dass sie dann immer im ungünstigsten Moment rausgehen, weil sie dann irgendwann von der Panik erfasst werden, beziehungsweise Gewinne fortgespült werden. Und eine vernünftige Exit-Strategie gehört bei jedem Trade und bei jeder Investition dazu. Das heißt, man überlegt sich im Vorhinein, wo ist denn der Punkt, wo ich rausgehe? Im Gewinn wie im Verlust. Ja? Naja, okay. Genau. Das sollte man, und das ist ja auch das, was du immer wirklich in deinen Seminaren auch sagst, überlegt euch den Exit, bevor du überhaupt den Einstieg machst. Genau, genau. Ganz wichtig, ja, also das finde ich auch eine ganz wichtige Sache, weil das so oft falsch gemacht wird, und das ist ja zum Beispiel auch etwas, was wir gerade im Nanotrader als die Kernfunktionalität haben, diesen Trade Guard, wo ich mir nämlich im Vorhinein dann überlegen muss, anhand der Parameter, die ich da einstelle, für meine Stop und für meine Limit Order, wo gehe ich raus? Ja, und das ist das Entscheidende. Ja, ja, genau. Das habt ihr dann gut in diesem Order-Ticket verarbeitet, dass man schon, wenn man will, gezwungen ist, das vorher so einzugeben. Und das finde ich gut. Ja, weil das bringen wir den Leuten immer von Anfang an auch bei. Du musst bei jedem Trade wissen, nicht nur, wo gehe ich rein, sondern wo soll der Trade hingehen und wo ist dein Stopp? Mach dir Gedanken darüber und überleg dir eine Exit-Strategie. Und auch jetzt gerade bei so einem wilden Märkten, wie es jetzt hier ist, du musst dann einfach, dann ist auch dieser Knopf, den wir da haben, wo du mit einem Klick die Position schließen kannst und alle offenen Orders löschen, der bekommt dann auch eine ungeheure Wertigkeit, weil du eben dann auch mal schnell raus musst, wenn es denn mal... Der Panik-Button. Ja, gar nicht mal Panik-Button, sondern einfach die Position manuell zu schließen mit einem Mausklick, weil der Markt halt so schnell läuft, dass es dann gegen dich läuft und du schnell auch raus musst einfach aus der Position, weil du ihm die nicht durchhalten kannst, so wie es jetzt bei gemächlicheren Märkten der Fall ist. Ne? Mhm. Ja. Hier fragt noch jemand, auch ganz interessante Frage, wie lange braucht es denn, um vom Traden jetzt, also man fängt jetzt an mit dem Traden, sucht sich einen Mentor und möchte davon perspektivisch auch tatsächlich mal leben können. Ja. Wie lange meinst du, braucht das so ungefähr? Also wir haben jetzt schon sehr viele Schüler durchgeschleust und wir schleusen die bei uns durch das Programm, also schleusen hört sich jetzt so komisch an, aber die brauchen dafür 1,5 bis 2 Jahre, um durch das ganze Programm zu sein, mit Trainings und allem drum und dran. Und danach habe ich wirklich Leute, die auch erfolgreich handeln. Ja, das sind Leute, die zum Beispiel, ich kann jetzt mal gerade von einem meiner Schüler, der war jetzt gerade bei einer Proprietary Trading Firma, wo er 4 Monate nochmal beweisen musste, dass er handeln kann. Die haben ihm jetzt Kapital zur Verfügung gestellt, weil das wirklich sehr, sehr gut gemacht hat. Ah ja, super. Andere Leute, die genug Kapital selber hatten, die das machen, dann ist man in der Zeit, also nach dem Zeitraum kann man das. Es fehlt aber immer noch Erfahrung. Das heißt, um es richtig perfekt und top zu machen, ja, da bin ich mir sicher, braucht man dann nochmal so 2, 3 weitere Jahre Erfahrung. Warum? Ich sage immer, ein guter Trader muss einen Bullmarkt mitgemacht haben, einen Bärmarkt mitgemacht haben und einen Seitwärtsmarkt. Ja, und also diese verschiedenen Marktphasen, weil die stellen natürlich einen vor unterschiedliche Herausforderungen. Und man kann zwar viel theoretisch darüber reden, aber man muss sie auch mal erlebt haben. Wie handle ich da? Wie gehe ich da vor in solchen Phasen? Deshalb braucht man eben noch ein bisschen länger als jetzt nur diese Basiszeit. Also man kann dann schon Geld verdienen, man kann auch dann noch vom Trading leben, aber so richtig top wird es dann erst noch ein paar Jahre später. Also wirklich in Jahren dann auch mal denken. Ne? Auf jeden Fall in Jahren. Also das ist ein großer Fehler, den viele machen, dass sie glauben, sie können Training in 2 Wochen lernen oder in einer Woche oder auch einen Monat oder so. Tut ihr nicht. Ja? Das ist einfach ein Beruf, der deshalb so anspruchsvoll ist, weil man von Anfang an gegen andere Trader tradet, die das schon seit Jahren machen. Also es ist von Anfang an Champions League. Ja? Trading an sich ist ja ein Nullsummenspiel. Wenn ich was gewinne, hat das jemand anders verloren. Damit ich das bekommen kann, muss ich irgendwie die besseren Ideen haben oder irgendwie einen besseren Trade haben oder so eine bessere Strategie haben. Und das gelingt mir natürlich nur, wenn ich auch eine gewisse Erfahrung habe. Und die Erfahrung kann ich mir entweder einkaufen, indem ich
auf Seminaren die Sachen lerne oder ich mir mühsam mit Versuch und Irrtum beibringe. Und dann muss ich sie noch trainieren. Ja? Und dann wird man erfolgreich sein, dauerhaft. Ja. Gibt es denn gerade für den Start auch Strategien für Berufstätige, weil man eben erst nach Feierabend kann? Weil das ist tatsächlich ein Problem. In normalen Phasen hast du halt einfach auch noch weniger Volatilität, wenn du dann eigentlich bereit bist zum Traden. Ja, also das Schöne ist, viele von unseren Strategien, nicht alle, aber viele von unseren Strategien kannst du auf jeder Zeiteinheit machen. Also Ob du jetzt auf einem 10-Minuten-Chart handelst oder auf einem 4-Stunden-Chart, ja, oder Tageschart, die Strategien funktionieren auf den unterschiedlichen Zeiteinheiten. Und das heißt, du hast dann vielleicht nur in der Woche ein Signal. Das kannst du sozusagen ja vorbereiten am Wochenende. Du kannst es bei euch in der Plattform die Orders aufgeben. Mhm. Es gibt ja auch Orderformen, die heißen GTC, Good Till Cancel. Ja, oder du legst morgens die Sachen rein vor der Arbeit. Das geht. Ja, mhm. Also das geht definitiv. Und ich kenne auch viele Leute, die das machen, weil natürlich nicht jeder den ganzen Tag Zeit hat. Und was ganz viele machen, wir betreuen die ja auf ihrem Weg zum Trader, die kommen natürlich aus dem Beruf raus, wo sie 8 Stunden arbeiten. Dann ist natürlich schwierig mit Traden und dass sie so sukzessive umstellen. Also Vorteil haben immer die, die bei so Konzernen arbeiten, die können dann 3/4 Zeit machen, erst dann später Halbzeit, ja, oder sich ein Sabbatical nehmen. Ja, ich hatte jetzt wieder jemanden hier, der war ein Jahr lang freigestellt von seinem Unternehmen. Er hatte zwar keine Bezüge bekommen, aber er hat im Prinzip vorher schon gut verdient, konnte sich dieses Jahr auf das Lernen konzentrieren, ja, und hat dann nach dem Sabbatical im Prinzip ja sein Training gemacht. Ja. Und also es gibt schon verschiedenste Möglichkeiten, wie man das machen kann. Gut, es arbeitet nicht jeder beim Konzern, aber man kann auch anfangen, eben das erst nebenbei machen und dann intensiver damit werden. Dann, ja? Alles klar, super. Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir auch jetzt soweit alles abgearbeitet. Sollte ich jetzt irgendwas übersehen haben hier in der Fragenbox, dann einfach kurze E-Mail schreiben. Können Sie auch auf den Antwortknopf drücken für die Einladung, die Sie bekommen haben. Kommt bei mir an und dann leite ich das auch nochmal entsprechend weiter. Ist also auch kein Problem. Kriegen wir alles hin. Ja, Bürger, dann darf ich mich mal ganz herzlich bei dir bedanken für diese wieder mal kurzweiligen 60 Minuten. Vor allen Dingen, wir konnten mal hier am lebenden Objekt ein bisschen arbeiten und mal wirklich die aktuelle Situation beschreiben und analysieren. Und ich denke, das war doch genau das, warum Sie sich auch die Zeit genommen haben, um zu uns zu kommen. Absolut. Und also du kennst mich jetzt schon lange. Ich bin immer jemand, der versucht, die Sachen in der Praxis zu zeigen, umzusetzen, live zu machen. Ja, das machen wir auf unseren Kursen auch. Das machen wir beim Take-Off. Also es ist nicht so, dass wir einfach mal irgendwie da hätte man und da könnte man, sondern wir gehen dann eben auch immer in das Risiko und zeigen eben, wie man es dann noch umsetzt. Das kann auch durchaus sein, dass er da mal einen Trade mal reinhaut, ja, also alles schon da gewesen. Das gehört ja mit dazu. Das gehört ja mit dazu. Das ist ja genau das. Aber nicht nur ein Trade, sondern dann sieht man eben auch, dass du da schon ein bisschen länger unterwegs bist, weil es kann dann durchaus mal sein, dass da mal 10 S&Ps reinfliegen oder so. Also wenn die Chance da ist, ist der Bürger gnadenlos. Ja, dann wird er zugeschlagen. Absolut. Das ist so, ne? Ja, muss ja auch so sein, ist ja auch richtig. Ne? Aber wie gesagt, das ist dann, darf einen dann auch nicht erschrecken, sondern muss man einfach sagen, Mensch, toll, ja, jetzt sehe ich hier mal das Ganze live und in Farbe, wie das läuft. Und man sieht dann auch, wie er ja auch den Trader managt und so weiter. Also das ist schon ziemlich, ziemlich klasse. Ja, wir kennen uns so wirklich schon eine ganze Weile. Also insofern kann ich das nur unterstreichen und auch wirklich sagen, ja, ist so, stimmt. Gut, ja, dann wie gesagt, herzlichen Dank. Für deine Zeit, dann wünsche ich dir jetzt erstmal noch viel Spaß beim Fußballtraining. Okay, danke. Und dann gucken wir mal, was heute Abend noch so passiert, ja, ob dann die Recovery kommt in den USA, die jetzt aus technischer Sicht tatsächlich wichtig wäre. Und insofern, ja, auch danke an Sie, dass Sie, wie gesagt, sich die Zeit genommen haben, uns hier zu unterstützen, beziehungsweise uns zuzuhören jetzt einfach mal und auch Ihre tollen Fragen wieder. Das war ja sehr schön interaktiv, hat mir gut gefallen. Ja, wir haben wie immer, ich das doch mal ganz kurz hier zurücknehme. So, also ich muss hier auch mal die richtigen Knöpfe treffen, das ist auch immer nicht ganz so einfach.
Man stellt sich das immer, wenn man jetzt als Zuschauer da sitzt, denkt man, was machen die da eigentlich? Aber das ist wirklich, man hat hier 1000 Knöpfe zu bedienen bei diesem Ding und muss sich echt höllisch konzentrieren, dass man nichts falsch macht. Wir haben hier die Startseite WH Self Invest und da sehen Sie ja auch hier, trainieren wir einen Profi da. Das war jetzt gerade das Webinar, was wir eben gerade hatten. Und Sie sehen, hier gibt es auch immer mal wieder wirklich tolle Sachen. Ja? Ein Open Range Breakout mit Wim Lievens, ebenfalls ein professioneller Trader aus Belgien, 12.2. Ne? Dann können Sie Ihre eigenen Kerzenformationen handeln. Das werden wir Ihnen erklären. Dann den DAX-Wochenausblick. Ja? Dann gibt es auch Seminare. Also aufpassen, hier oben sind die Webinare, wo Sie eben am PC tatsächlich schön zugucken können. Und das sind hier die Präsenzveranstaltungen, wo man also wirklich physisch hingeht, ja, wo man anwesend ist, weil wir das immer wieder erleben, dass sich Leute auf die Seminare anmelden und dann feststellen, ach Mensch, ist ja ein Seminar. Ich dachte, das wäre ein Webinar. Also schauen Sie bitte da immer wirklich genau hin, wo Sie sich anmelden, weil einiges ist eben auch tatsächlich dann hier in Frankfurt zum Beispiel in unserem Büro am 14.2. ein Bewegungstrading-Workshop. Ja, und dann gibt es hier in Düsseldorf noch was, in Hamburg, in München. Also deswegen da bitte immer schön schauen. Aber Sie sehen, wir haben immer tolles Programm und immer auch mehrere Webinare in der Woche, wo Sie solche tollen Inhalte wie heute auch sehen. Und ja, natürlich, wenn die Webinare auch abends sind, wir versuchen das immer schon so ein bisschen da in die Zeiten reinzulegen, dass Sie auch als Berufstäter daran teilnehmen können. Ich habe ja selber immer so Zeiten 17, 17:30, ja, wo wir, und gerade heute am Freitag haben wir ja auch mal 17 Uhr genommen, wo die meisten, denke ich mal, dann doch Zeit haben. Und wenn es mal nicht klappt, naja, es gibt ja auch immer mal wieder die Aufzeichnung. Ja, insofern einfach mal auf unseren YouTube-Kanal stöbern. Gut, dann darf ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken und dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut, ein schönes Wochenende vor allen Dingen. Und ja, erholen wir uns mal ein bisschen von dieser Wahnsinnswoche an den Märkten und dann starten wir Montag wieder durch. Ja? Herzlichen Dank, alles Gute, tschüss, Ihr Stefan Fröhlich, ciao, ciao. Bis dann, bye bye.